Ja, ja. Wer läuft denn? Ich schaue schon. Ich muss hier ein bisschen reden. Hans Werner. Hans Werner? Perfekt. Einen haben sie gestrichen quasi, ne? Wir haben nicht so sehr. Wer läuft nicht? Wer läuft nicht? Mia Kane. Noch 3 Minuten bis zur Parade. Jetzt endlich weiter. Vor allem hat die Stadt zugepasst. Ja, die F4, die war natürlich gut. Sie ist ein Start schnell und dann die Spitze nehmen und alles hat sich dann die Neugier. 12 gut hier und du hast sogar die Chance auf den Hattrick. Das sollte man nicht haben. Nun dann Peter bis zur Startmarke. Und das war der Start in der Klasse bis 400 Euro. Mitte der Bahn beginnt Andrale am besten. Versucht das Kommando zu übernehmen. Das scheint jetzt auch zu gelingen. Von innen ist auch Lotte Greenwood gut weggekommen. Aber Andrale, die stürmt jetzt nach vorne. Übernimmt das Kommando vorbei an Lotte Greenwood. Tabula innen. Pferde kommen aus dem ersten Bogen heraus mit Andrale an der Spitze. Andrale außen geht dann Glamour Lady dichter an die vorderen Pferde heran. Lotte Greenwood bleibt dann auf kürzere Wege dicht dabei und dann versucht aus dem Mittelfeld jetzt auch Michael Nimschick zu kommen. Verbessert hier an der Außenseite die Position mit Ostwind und der geht ebenfalls an die vorderen Pferde heran. Eine Runde, das hier kommt zurückzulegen für uns jetzt.
Ostwind Front, da ging jetzt Ostwind nach vorne. Ostwind vorbei an Andriala. Und in kompakter Formation geht es dann gleich in den nächsten Bogen hinein. Loringe kann sich an der Außenseite verbessern. Legt sich an die Seite von Andriala und dann kommt auch die letzte Ecke zu. Unter der Führung von Ostwind, der bringt das Feld hier in die Endgerade hinein. Andriala dahinter in zweiter Position. Loringe bleibt Mitte der Bahn ebenfalls dran. Ganz an der Außenseite Camilla Witt, aber vorne wird das ein einsamer Sieg für Ostwind und Michael Linkschick. Die können vorne austrudeln, können aufpendeln. Dahinter kommt Camilla Witt aus fürs zweite Geld noch zurück. Dahinter kann vielleicht Loringe eben noch fürs dritte Geld gegen Eisenberg. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Der Ostwind liegt hier heute. Ja, so ist es. Zweimal heute mit Ostwind. Das ist gut. Ostwind Pro und Ostwind. Ich bin äußerst positiv überrascht. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, hervorragend gezogen. Besser geht's fast nicht mehr. Aber mit dem Traben wollt es momentan noch nicht so. Habt ihr irgendwas verändert? Hast du dem Franz irgendwie einen Ratschlag gegeben? Ja, einige Sachen verändert. Wir haben mir letztes Mal läuferisch schon gut gefallen. Aber wir haben ihn umgeschlagen. Hast du gesagt? Hätte ich das mal gewusst? Ich glaube, es haben viele gewusst, wie ich hier stand. Ich habe mal einige gesehen. Und erst mit dem aufgeweitet. Ich wollte mal sagen, der macht auch mehr. Ja, stehen deine Pferde, die tun in der Regel fest, die stehen ja generell niedrig. Ja, das stimmt. Meistens immer erwartet man da das Beste von. Klappt, Gott sei Dank. Und sich die Wetter noch. Kurze abschließende Frage, Michael. Im letzten Rennen Versace Diamant Beton Karten. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo dieses Pferd nicht eine gute Form gezeigt hat. Da hast du wirklich recht. Über viele, viele Monate schon. Aber ich muss auch sagen, so ein toll besetztes Rennen wie das die letzte jetzt ist in der Klasse auch nicht alle Tage. Und es kommt für mich viel auf den Rennverlauf an. Versace ist sehr, sehr gut drauf, hat auch letztes Mal offene Rennen und im Fetzel 1, glaube ich, hat er leider 2.000 Meter gewonnen. Also er wird auch wieder ein super Rennen laufen. Schwester zu Ostwind, die als Startpferd abgibt oder auch als Zuchtstute. Also da sind wirklich toll gezogene Pferde zu erwerben. Ich überlege jetzt gerade, da ist auch eine Mutterstute dabei. Kann das sein? Ja, und wo kann man, also ist als Mutterstute, glaube ich, interessanter noch als mit